Heute nochmal eine Reflexion zum Thema Sein, Tun, Haben. Warum ist das so aktuell? Ach, eigentlich war es ja schon immer so. Und Goethe hat es gesagt, es wird so oft zitiert. To be, to do, to have. Trotzdem ist so gerne genommen und Seminare füllen sich unter dem Begriff Mach dein Ding. Auch ein toller Song von Udo Lindenberg. Ich mach mein Ding. Ne? Aber Achtung, Achtung, Achtung. Machen, tun und das Ding. Warum haben wir eigentlich so viel Leid auf der Welt? Weil wir nach außen gerichtet sind. Weil wir das Ding so wichtig nehmen, wichtiger als uns selbst. Bei diesem Ding wichtig nehmen, kommen wir ja oft in eine Falle. Denn wie funktioniert unsere Wahrnehmung? Welche Interpretation haben wir? In welcher Illusion leben wir? Insbesondere in der Illusion, wenn ich das Ding gemacht habe, dann bin ich wer? Kriege ich Anerkennung? Kriege ich Liebe? Was auch immer. Ich bin auf dem Ding funktioniert, auf dem Außending. Ja, und ein paar Jahre später ist es nicht mehr so wichtig. Sein, Tun, Haben. Im Englischen sprechen wir von Human Being und nicht von Human Doing. Und wenn wir uns wirklich mal darauf besinnen, dass es um unser Sein geht, wer bin ich exakt? Wer sind Sie? Was ist Ihr wahres Naturell? Lösen Sie sich von allen Dingen? Können Sie alles loslassen? Insbesondere nicht nur die Materie, sondern insbesondere auch Ihre Gedanken, Ihre ganzen Bewertungen, mal ganz zu sich selbst zu kommen. Und erst wenn wir da angekommen sind, wird uns dann irgendwann mal klar, wer sind wir jetzt und wer wollen wir eigentlich sein? Wo will ich mein Sein hin entwickeln? Und dann ergibt sich, was wir dafür auch tun. Aus dem Sein fließt das Tun. Und dann kommen aus dem Tun nachher auch die passenden, gewünschten Resultate. Und damit da kein Missverständnis ist, manchmal werde ich dann doch so tituliert, ach ja, du bist spirituell. In meiner Sprache gibt es dieses spirituell eigentlich gar nicht, oder besser gesagt, in meiner Sichtweise gibt es das nicht. Denn für mich ist das alles Physik. Es geht viel leichter. So mein persönlicher Lebensweg, der ja nun da an der Alster-Fassade das Ding gemacht hat, das Ding aufgebaut hat und innen drin nicht hundertprozentig zufrieden war. Und mit dem Cutten, alles Äußere abcutten, zum Sein zu gehen und von dort aus zu leben, ist sogar noch viel mehr Materie entstanden. Habe ich viel mehr banal Geld auf dem Konto als vorher. Sein, Tun, Haben. Und dann nimmt das Leid auch ein Ende, weil ich nicht in den Illusionen hänge, dass ich nicht Ego-Identifikation mit dem Außen habe, weil nur die Identifikation mit dem Ding kreiert den Stress und das Leid. So, wie wäre es, sein und in der Fülle sein, Fülle annehmen können und leben können? Erst dann ist auch wahre Intuition möglich. Und dann fließt es zu und durch uns. Gilt auch für Sie. Und einfach mal ausprobieren, Zeit nehmen, die Ruhe nehmen. Wie ist es tatsächlich im Hier und Jetzt zu sein und von dort aus die Zukunft zu gestalten? Boah, wenn das mehrere machen würden, dann haben wir sicher ein extraordinary future. Das Beste kommt noch.